Ich dachte, das erste Video, was wir machen können, ist so ein kleiner Vlog über mein Leben, dass ihr immer so einen kleinen Eindruck bekommt, was bei mir so abgeht. Wir gehen jetzt gleich in die Stadt, ein bisschen bummeln. Ja? Ich nehme euch einfach mit und dann haben wir schon mal so einen ganz kleinen Eindruck, was so los ist. Let's go! Ich kann mich jetzt abstellen, wann ich will, wo ich will. Und dafür, dass es heute so ein langsamer Morgen war, ich bin glaube ich es ist mir unangenehm zu sagen, aber ich bin um 12:30 aufgewacht und ohne zu wissen irgendwie, was heute passiert und was heute abgeht, war ich jetzt in der Stadt. Jetzt geht es direkt heim und dann geht es sogar noch nach Heidelberg. Man kann es kaum glauben, was dort heute für ein Busy Day. Wir haben uns kurz das Outfit gewechselt, ein bisschen locker angezogen, weil es echt warm ist mit der Sonne. Ich bin mal gespannt, ob wir die Bahn kriegen. Und die Bahn kommt um 58, jetzt haben wir 56. Wird eng. Komm, auf. Ich glaube, ich habe sie gerade einfahren gehört. Das eng? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Wir laufen jetzt heim. Ich glaube, so eine halbe Stunde könnte es schon sein. Kleines Update. Ich habe gerade mal gecheckt auf Google Maps, wie lang man läuft. Dreiviertel Stunde. Fahrrad nur 12 Minuten. Wäre jetzt angenehm, so ein Fahrrad zu haben. Das hier wäre meine Bahn gewesen. Ich habe die auch gehört und dachte, da renne ich jetzt hinterher. Nee, ich bin jetzt bockig. Seitdem ich anfangen wollte zu vloggen, habe ich jetzt 2 Haarstyles gehabt. Jetzt kommt der dritte, jetzt wird nämlich alles abgemacht, viel mehr geht danach nicht, weil mich meine Haare sowas von abfucken. Let's go. Hälfte geschafft. Ich weiß, ich habe jetzt keine großartige Haarlinie, Hairline. Aber ja, ganz ehrlich, das Leben ist viel zu kurz, um sich um irgendeinen scheiß Hairstyle zu ärgern. Deswegen, fuck it, ganz ehrlich. Ach, ich nehme euch jetzt mal mit beim Kochen. Hab leider aber schon angefangen. Habe ich ein bisschen zu spät dafür entschieden, euch mitzunehmen. Heute gibt es mit Tomate und Tofu Bolognese, so ein bisschen vegan. Ich habe jetzt schon die Zwiebeln geschnitten. Der Tofu kommt erst rein, den krümel ich da rein. Dann kommen die Zwiebeln, dann kommt Knoblauch. Hier ist schon Olivenöl, das wird schon langsam heiß. Wasser kocht schon. Ich mixe meine Tomaten immer. Deswegen ist eigentlich immer egal, ob ich es gehackt, ob ich sie in... Machen wir noch welche? Genau. In Ganzkauf ist eigentlich komplett egal, vor allem weil ich Fokus, ja, weil ich es oft auch einfach überlese. Ja, ich hoffe, man sieht so einiges. Die Nudeln sieht man jetzt nicht. Ich nehme mal den Deckel runter. Aber die Nudeln sind ja auch nicht so spannend. Ich habe voll vergessen, dass die Pfanne ja an ist. Scheiße. Okay, ein bisschen stressig gerade. Wir machen jetzt erstmal den Tofu rein. Ich habe gerade zu lange die Kamera. Ihr seht mich halt nicht, ihr seht nur meine Hände. Ja? Ihr hört mich halt. Hört ihr es brutzeln? Wie als würde ich hier gerade ein Steak reinschmeißen. Mach ich aber nicht. So ein Klotz Tofu. Auch perfekte Perspektive für meine Haare. Ne? Man müsste jetzt halt nicht klarkommen. Jetzt, wo der Tofu in der Pfanne ist, können wir die Pfanne auch wieder anmachen. Lass ich das jetzt erstmal ein bisschen anputzen, würze danach mit Salz, Pfeffer und entweder hiermit. Das ist so eine Gewürzmischung, da ist alles Mögliche drin, Koriander, Paprika, Kreuzkümmel, Chili, schwarzer Pfeffer,
Muskatnuss, Nelken, Kardamom und Zimt. Oder ihr mit Grillsteak, damit das Ganze auch schön vegan schmeckt. Alternativ kann man natürlich auch Räuchertofu nehmen. Schmeckt auch gut. Aber ich dachte mir, ich habe im Kühlschrank, ich stehe gerade auf dem Kühlschrank, deswegen nehme ich euch da jetzt nicht runter, hatte ich noch das Verhältnis von meinem Natur zu meinem geräucherten Tofu war 6:1. Deswegen dachte ich, machen wir es nicht 6:0, sondern 5:1 und nehmen Naturtofu. Findet ihr eigentlich meine Schürze? Moritz. Toll, oder? Ich hoffe, ihr seht meine Hose nicht. Na, das passt aber sehr gut. Ihr seht nur mein Oberteil und meine Schürze, weil ich kann euch mal meine Hose zeigen. Hat hier nämlich so ein Löcher. Auch ein ganz weirdes Kochvideo. Dann zeigt er uns einfach seinen Arsch im Video. Ja, aber die Hose, die ist schon sehr alt. Ich glaube, ich war... Boah, müsst ihr jetzt wahrscheinlich lügen, aber ich glaube, ich war 14, als ich die Hose gekauft habe. 13 oder 14. Und seitdem habe ich die. Und die ist meine absolute Lieblings-Jogginghose. Und ich kann mich nicht von der trennen, weil die so bequem ist. Die ist so schnell angezogen. Ich kann die nicht mehr draußen anziehen. Für drin ist die noch wunderbar. Genauso wunderbar wie der Tofu. Da können wir jetzt langsam die Zwiebeln reinmachen. Ich würde sagen, wir machen so... Wie viel machen wir denn? 250. Ja. Das ist die Hälfte. Passt. Ich habe keine Knoblauchpresse. Obwohl, ich habe vielleicht eine, ich weiß es nicht. Aber ich drücke den Knoblauch immer mit dem Messer und schnippel ihn dann per Hand, weil... Fühlt sich einfach besser an und man steckt mehr Liebe rein ins Essen. Ist ja... Man sieht jetzt halt nur meine Finger, müsst ihr mit klarkommen. Aber meine Hose sieht man jetzt auch und meine Schuhe. Meine coolen Crocs. Eine sehr, sehr große Zehe. Legen den hier hin. Nehmen das Messer. Ich nehme mal ein sehr großes Messer. Das ist wahrscheinlich ein Fleischmesser. Mein Handvergleich. Sehr groß. Drücken das mit der Messerseite. Seht ihr ja. Und dann schnippeln wir das. Das Ganze sieht am Ende dann so aus. Wunderschön. Tun wir zum Tofu und den Zwiebeln dazu. Fragt euch bestimmt, warum habe ich eigentlich AirPods drin? Weil ich anfangs, als ich noch nicht dran gedacht habe, das vielleicht einfach zu filmen, Musik gehört habe und sie jetzt einfach drin habe und gerade eben erst gesehen habe, dass ich sie immer noch drin habe. Ich lasse jetzt auch einfach drin, das macht nämlich das Bild. Ist kaputt. Oh, wo, ey. Ich sag's euch. My money don't jiggle jiggle. It holds. Kann's auch nicht weiter. Wir machen eine halbe Paprika und so eine mittelgroße, mitteldicke Karotte. Die knippeln wir jetzt. Dann machen wir die Enden ab. Rechts, links. Manche Leute essen ja vielleicht mit, keine Ahnung. Die Paprika zerschneiden wir in der Mitte und ich heb immer den Teil mit dem Strung hier noch, wo die lange Seite dran ist, noch auf. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich habe das Gefühl, dann hebt sie länger. Entfernen die Kerne, das ist bei mir ganz wichtig. Ich hasse diese Kerne und ich hasse auch dieses Weiße. Die muss komplett clean sein. Und dann schnippeln wir die Ganze in Stückchen. Da ist jetzt nur noch sehr wenig Salz. Muss ich wieder mal neues. Das ist übrigens anderes Salz, als ich zum Salzen vom Wasser nehme. Das ist selbst
gemahlenes Salz. Ich kaufe mir immer das körniges Salz und mahl das dann. Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Fahrrad. Anstatt den Grill Steak. Gartenkräuter, Meersalz. Zuerst die Paprika. Und dann nehmen wir die Karotte. Sagen, die Nudeln sind fertig, die machen wir mal aus. Ich besitze, ich weiß nicht, ob ich es besitze, das gleiche wie mit dem Knoblauch, mit der Knoblauchpresse. Ich habe auch kein Sieb, glaube ich zumindest. Deswegen nehme ich immer den Deckel. Seht ihr jetzt von dem Topf. Lass so einen Spalt auf und kippt es dann an der Spüle ab. Es funktioniert eigentlich ganz gut, man muss nur vorsichtig sein. Fragt sich jetzt vielleicht, Orangensaft? Einfach Orangensaft. Wer kennt es? Moneyboy. Das ist Olivenöl aus so einem 5 Liter Kanister abgefüllt. Damit ich hier nicht mit so einem 5 Liter Kanister Öl reinschütte. Dann machen wir jetzt einfach nur so ein paar Tropfen rein. In die Nudeln. Damit die einfach ein bisschen flüssiger sind, das Ganze shaken wir jetzt noch so ein bisschen Tomaten. Nehmen jetzt einfach so ein, zwei Stücke Leitungswasser, schütteln das so ein bisschen, damit wir auf jeden Fall die Dose hier leer machen. Flüssiges Knoblauch habe ich hier. Dann nehmen wir hier auch nochmal Meersalzkräuter. Kräuter, Meersalz. Pfeffer kommt auch noch. Kleiner Geheimtipp. Zimt. Mixen wir jetzt. Mal kurz unter euch greifen. Sorry. Das war gerade sehr unangenehm. Brumm, brumm. Ein paar Sekunden. Dass es so aussieht. Hier in die Tomatensauce. Wir machen noch Salz rein. Zack, zack, Pfeffer. Gut. Schwupps. Hier ist es. Nehmen wir mal. Sehr unvorteilhafte Position hier, aber egal. Ist in Ordnung. Schmeckt nice, aber sehr gut. So, Essen war gut, aber ich habe es nicht ganz geschafft. Es war doch ein bisschen viel am Ende. Eine Portion ist übrig geblieben. Es waren, glaube ich, so 3 Teller, die ich gegessen habe. Ja, die steht jetzt noch hier hinter mir. Die wird dann heute Abend wahrscheinlich einfach gegessen. Aber ja, das war ein kleiner Kochvlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Like da, lasst einen Kommentar da. Was wollt ihr als nächstes sehen? Was sollen wir noch kochen? Wir können noch mal ganz neue Sachen ausprobieren, die ich noch nie gekocht habe vorher. Das war der erste bisschen anders geplante Vlog, bisschen spontanere Vlog. Aber wir sehen uns im nächsten Video.